dem Jumbojet Boeing 747-8 von Frankfurt nach Mallorca. Der Langstreckenflieger im Retrolook geht heute ausnahmsweise auf die Kurzstrecke. Bis Palma sind es nur knapp 1400 Kilometer. Der Riesenflieger ist fast bis auf den letzten Platz ausgebucht. 14 Flugbegleiter umsorgen auf dem knapp zweistündigen Flug die 343 Passagiere. Wir servieren Truthahn, Ananas und etwas Gemüse. Dazu gibt es ein Dessert, auch aus Mango. Und natürlich fehlt die Lindschokolade nicht. Business-Class-Gäste können auf diesem Flug auch in der First Class Platz nehmen. Für einige wird da ein Traum wahr. Für Flugkapitän Sergio De Witt und First Officer Philipp Wiebe, die sonst nur Langstrecke fliegen, ist der kurze Hüpfer ein nicht ganz alltäglicher Einsatz. Es gibt so ein, zwei Specials, weil wir jetzt mit einem sehr großen Flugzeug da ankommen. Also hier steht normalerweise for arrivals, 2-4-left, also landen in westliche Richtung, aber die linke Bahn. Das heißt, wir werden jetzt die Einzigen sein, die auf der Bahn, wo alle starten, landen werden. Viermal fliegt Lufthansa mit ihrem Flaggschiff in diesem Sommer auf die Balearen. In Corona-Zeiten ein Aufbruchssignal für die Luftfahrt. Speed break up. Reverse normal. Autobrake bremst, die nehme ich raus. Die Lufthansa-Basis am Frankfurter Flughafen. Hier bereitet sich die Crew einer Boeing 747 auf ihren Einsatz vor. Das heutige Ziel ist Palma de Mallorca. Bei diesem besonderen Flug im Cockpit First Officer Philipp Wiebe und Flugkapitän Sergio De Witt. Vor der Pandemie war die Boeing 747 eine reine Langstreckenmaschine. Doch zum Start der Sommerferien setzt die Lufthansa ihre Queen of the Skies ausnahmsweise auch auf kurzer Strecke ein. Normalerweise wird dieser Flugzeugtyp auf Langstrecken eingesetzt und bedingt durch die Buchungslage haben wir entschlossen, dass wir viermal mit der 747 nach Palma fliegen. Für uns beide ist es was Besonderes. Wir sind schon so lange keine Kurzstrecke mehr geflogen und heute liegt mal das Besondere in der Kürze der Würze. Das Wetter ist hervorragend im Gegensatz zu den letzten Tagen. Da hatten wir ein großes frontales System über Deutschland, das ja auch großflächig Überschwemmungen gebracht hat. Wir haben auch hier unten über dem Mittelmeer haben wir so ein kleines, eine Vorhersage mit so einem kleinen Turbulenzgebiet. Das wird aber, bis wir tatsächlich dann physisch da sind, in, ab jetzt 2,5 Stunden, 3 Stunden, wird sich das, und das zeigt dann hier diese Karte, Vorhersagekarte von 12 Uhr, wird sich dieses Gebiet weit von der Insel wegbewegt haben Richtung Osten. Das heißt, das wird uns heute auf dem Flug nicht mehr tangieren. Direkt nebenan sind die Vorbereitungen der Kabinenbesatzung bereits in vollem Gange. Auf dem Flug nach Palma de Mallorca werden sich 14 Flugbegleiter um die 343 Passagiere kümmern. Der heutige Flug ist fast ausgebucht, obwohl die Strecke sonst mit dem wesentlich kleineren Airbus A320 bedient wird. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo allerseits. Grüß euch. Hallo. Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen auf diesen wirklich sehr kurzen Flug nach Palma. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil das so kurz ist. Ich möchte gerne erstmal meinen Kollegen vorstellen, hier Philipp Wiebe und mein Name ist Sergio De Witt. Hallo. Wir werden das Vergnügen haben, in einer Stunde und 40 Minuten nach Palma zu fliegen. Sollte es unvorgesehen zu Turbulenz kommen, und wir reagieren nicht, wir haben vorne im Cockpit einfach ein anderes Empfinden für die Turbulenz, vor allen Dingen im Vergleich zum Bereich der hinteren Türen. Ruft uns bitte an, selbstverständlich. Mir ist das 10-mal lieber, wir schalten die Signs einmal zu viel an, als dass wir die Gefahr eingehen, dass sich Passagiere oder dass ihr euch verletzt. Philipp, habe ich irgendwas vergessen? Hast du irgendwas? Du hast nichts vergessen, die Flugroute ist kurz, es ist fast nur Start und Landung. Also Bern und dann in Richtung Marseille und dann geht's über die Côte d'Azur nach Mallorca und dann sind wir schon da.
Wunderbar. Vielen Dank. Any questions so far? Dann wünsche ich uns allen gutes Gelingen. Und ihr seid noch nicht ganz durch, ne? Wir sind fertig tatsächlich. Fertig? Ja, wir sind auch fertig. Genau, wir können gemeinsam verreisen gehen. Nach 1,5 Jahren Covid herrscht in der Luftfahrt nun wieder Aufbruchstimmung. Der Flieger ist voll, wir sind voll ausgelastet und das ist für uns natürlich eine wahnsinnige Freude, nach der schwierigen Zeiten, die wir jetzt hatten, zu sehen, die Leute sind reisewillig und freuen sich wieder aufs Reisen. Also die ersten Flüge, die wir so mit Maske gemacht haben, weil wir sie ja teilweise wirklich 10, 11 Stunden tragen müssen, ist schon belastender, sage ich mal. Aber jetzt nach 1,5 Jahren vergisst man das fast, dass man das wirklich vor der Nase und vom Mund hat. Und gerade durch diese OP-Masken kann man wirklich auch gut atmen. Also ist gut erträglich. Wir gehen jetzt auf die Yankee Tango. Es sind alle da, das ist sehr erfreulich. Wir gehen auf die Yankee Tango, die steht auf der Position Alpha 69. Also hier gleich am Terminal, eine sehr kurze Busfahrt. Die beiden Piloten freuen sich auf den Einsatz. In der Covid-Zeit waren Passagierflüge rar. Es war immer so unterbrochen. Ich bin mal einen Monat nicht geflogen, einen Monat geflogen. Es hat sich sehr durchmischt. Wir haben auch in der Zeit viel Ausbildung gehabt, da bin ich als Ausbildungskapitän natürlich auch immer wieder im Simulator gewesen. Von daher war das für mich ein bisschen anders. Wir hatten auch Kollegen, die waren über einen sehr langen Zeitraum in Kurzarbeit. Und das war jetzt in meinem konkreten Fall nicht der Fall. Die 747-8 Yankee Tango gilt für viele Luftfahrtfans als die schönste Maschine der Lufthansa. Der Retro-Look begeistert besonders die Fans der 70er Jahre. Während sich die Crew auf die Passagiere vorbereitet, macht Kapitän De Witt den sogenannten Outside-Check. Bei dem genau vorgeschriebenen Außencheck prüft der Pilot den technischen Zustand der Maschine. Bei dem größten Flugzeug der Lufthansa-Flotte mit 76 Metern Länge und 68 Metern Spannweite ist das mehr als nur ein kurzer Spaziergang. Im Wesentlichen machen wir nochmal einen Eindruck von der Maschine von außen. Achte darauf, dass wir keine Leckagen haben. Das können Hydrauliköl-Leckagen, Leckagen vom Motoröl oder Treibstoff. Sowas kommt sehr, sehr selten vor, aber wir achten trotzdem darauf. Und da schauen wir uns doch an, ob das Flugzeug zum Beispiel die Fahrwerksbeine, ob die richtig befüllt sind. Manchmal kann es vorkommen, dass sie unterschiedlich befüllt sind. Wir haben jetzt auch bei dem einen Fahrwerk heute eine Beanstandung gehabt, dass der Druck, der Fülldruck beanstandet wurde, ist aber inzwischen repariert worden. Wie sieht es aus? Es sieht hervorragend aus. Das schönste Flugzeug der Welt. Die Boeing 747-8 Intercontinental ist eine 2011 auf den Markt gebrachte Weiterentwicklung der ursprünglichen 747, die 364 Passagieren die Reise über eine Distanz von maximal 13.000 Kilometern ermöglicht. Sieht hervorragend aus. Die Maschine ist in sehr gutem Zustand. Und wir können loslegen. Nun geht es darum, die 343 Passagiere in kurzer Zeit und ohne Frust und Warteschlangen und noch dazu noch immer unter Corona-Bedingungen an Bord zu bringen. Pörserin Solveig Neubert koordiniert das Boarding. Bitte euch, euch langsam bereit zu machen zum Einsteigen und denkt bitte, dass die Notausgänge ausreichend besetzt sind. Genau so ist es. Ja, der Flight Manager war gerade unten, hat das mit uns nochmal abgesprochen, ob wir hier bereit sind. Wir sind bereit und freuen uns, dass es jetzt losgeht. Alles läuft so routiniert ab wie bei einem ganz normalen Linienflug. Doch die Pandemie stellt nach wie vor eine Herausforderung dar. Dann gebe ich dir einmal deine Stifte. Und dann mal viel Spaß. Dankeschön. Gerne.
Während die Passagiere in der Kabine Platz nehmen, treffen Kapitän De Witte und Co-Pilot Wiebe letzte Vorbereitungen für den Take-off. Na Sergio, alles schick? Alles schick in der Physik. Das ist doch toll. So, jetzt sehen wir 338 von 343 Gästen sind jetzt eingestiegen. Dann haben wir es erfasst. Der schönste Augenblick in der Fliegerei ist, wenn man im Flugzeug sitzt, die Türen zumacht und die Triebwerke anlässt und losfliegen kann. Sobald die Cockpit-Türe geschlossen ist, fällt auch der Mund- und Nasenschutz bei den Lufthansa-Piloten. Die Masken behindern uns in der Kommunikation. Zum einen, zum zweiten, sollten wir Sauerstoffmasken benutzen, sind die Masken auch wieder im Weg. Und deswegen vor allen Dingen in der Kommunikation, auch in der nonverbalen Kommunikation zwischen uns, ist es für uns im Cockpit wichtig, ohne Maske zu arbeiten. Im Briefing besprechen die Piloten alles, was den Flug betrifft. Der Retroflieger Yankee Tango, der ist technisch einwandfrei, keine Einschränkungen, Notems weder in Palma noch in Frankfurt irgendwas drin, was uns am Fliegen hindern würde. Und von ATC haben wir schon die Aneki 9 Lima Departure bekommen. Hatten wir hier schon schriftlich ausgedruckt. Und Runway 18. Die Departure an sich ist ganz simpel. Das geht fast nur geradeaus Richtung Süden. 176er Kurs nach Ried und dann von Ried 183 zum Punkt Aneki. Maximal 220 Knoten, bis wir Ried haben und Initial Climb Altitude 4000 Fuß. Auf der kurzen Strecke wird bedeutend weniger Kerosin mitgeführt als auf Interkontinentalstrecken. Mit 286 Tonnen Abfluggewicht ist die Boeing 747 daher heute schon beim Start bereits leichter als normalerweise bei der Landung nach einer langen Reise. Beim Starten macht sich das nicht ganz so bemerkbar. Das ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, der zieht sich leichter in die Luft. Aber das Landeverhalten ist ein bisschen anders. Für uns ist das Gewicht jetzt schon sehr leicht. Also 286 Tonnen ist eigentlich ein Gewicht, was leichter ist als unser Standardgewicht, mit dem wir so landen. Also beim Landen steht da ganz oft so 290 Tonnen ungefähr. Und jetzt fangen wir an mit 286. Also beim Landen liegt er ein bisschen anders in der Luft. Beim Start würde ich sagen, kaum zu merken. 18 Minuten bis zum Start. Zeit, schon mal zwei der vier Motoren anzulassen. Für den Langstreckenflieger auf kurzer Strecke gibt es heute einige Besonderheiten. Die Vorbereitungen sind eigentlich keine anderen als für einen ganz langen Flug auch. Aber was wir gerade zum Beispiel festgestellt haben, ist, dass die Anzahl an nautischen Meilen der Flugstrecke heute 743 Meilen sind. Und das ist für eine 747 schon sehr ungewöhnlich kurz. Wir sind immer vierstellig, deswegen ist das alleine schon was Besonderes. Was auch eben ein bisschen anders ist, wir haben ein sogenanntes alphanumerisches Callsign heute. Der Wind kam gerade rein, nimmst du die Hand an, danke. Wir haben ein alphanumerisches Callsign. Damit Flugzeuge manchmal einfacher zu unterscheiden sind auf dem Funk, arbeiten wir nicht immer mit den Flugnummern, die im Flugplan stehen, sondern in diesem Fall heißen wir Lufthansa 21 Papa. Auf Langstrecke machen wir das sonst eigentlich gar nicht, aber heute ist ja Kurzstrecke. Und dann geht es los. Ein Pushback-Truck rangiert den Jumbo auf den Taxiway. Währenddessen werden auch die Motoren 3 und 4 gestartet. Verstanden, der Steuerpin und Schleppgerät sind entfernt. Dann Handsignal bitte von der rechten Seite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
So. Ja, ich sehe ihn schon weggehen. Okay, Yankee, continue November 8, November, November 7, Alpha 1, to Alpha 1, 8. Ja, dann DB4 Taxi. April, hallo, Lufthansa 856, send Alpha 3, 8, request pushback. Auto. The 856, hallo, position, immer in traffic first, call you back. Checked. Ground equipment. Clear. Ja, clear. DB4 takeoff checklist complete. Request taxi. Lufthansa 21 Papa, request taxi. Lufthansa 21 Papa, taxi holding point runway 18 via November 8 and November. November 8 and November to holding point runway 18, Lufthansa 21 Papa. Wunderbar. Gut. Left side is clear. Ich habe hier noch ein Follow Me, aber der bewegt sich hoffentlich auch gleich. So, und ich habe auch ein Follow Me. Freizeichen war da. Genau, Kurt. Rechts ist alles frei. Ja, Name, hallo, Victor 163, ready for taxi. Drei sogenannte Follow Me Cars begleiten den Jumbo feierlich zur Startbahn. Heute geht es auf der 4000 Meter langen Runway 18 direkt in Richtung Süden. Takeoff. Lufthansa 21 Papa Runway 18, clear takeoff. Ja. You have control. I have control. Takeoff. Mit 139 Knoten, also etwa 260 Kilometern pro Stunde, hebt der vollbesetzte Jumbo ab. Lufthansa 21 Papa 136, Decimal 130, danke, tschüss. Das sind 86, connect Radar 12473, ciao. Business-Class-Gäste können auf diesem Flug auch in der First-Class Platz nehmen. Für einige wird da ein Traum wahr. Heute gibt es in der Business Class eine kalte Platte. Wir servieren Truthahn, Ananas und etwas Gemüse. Dazu gibt es ein Dessert, auch aus Mango. Und natürlich fehlt die Lindt-Schokolade nicht. Möchten Sie lieber eins mit Käse überbacken oder ein Hell? Ein helles Bild. Ja. Bitte schön. Ich habe übers Internet mitbekommen, dass die Lufthansa mit dem Jumbo ausnahmsweise nach Mallorca zurückfliegt und wollte schon immer mal mit der 747 fliegen. Habe ich bisher noch nicht geschafft, weil ich so weit einfach noch nicht geflogen bin. Und habe mir das dann einfach gebucht und gegönnt und dann das Glück gehabt, da noch einen freien Sitzplatz auch noch zu bekommen. Über dem Schwarzwald erreicht Flug LH 1152 die Reiseflughöhe. Liebe Gäste,
Airporter aus Cottbus. Mein Name ist Philipp Wiebel, bin heute der erste Offizier. Und ja, den ersten Teil unserer kurzen Reise mit dem großen Flugzeug haben wir hinter uns. Wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht von 35.000 Fuß. Das sind ungefähr 10.700 Metern und sind jetzt über dem Schwarzwald Basel auf der rechten Seite. Und die weitere Reise geht dann über Genf und dann Richtung Côte d'Azur. Die überfliegen wir dann ungefähr bei Marseille, dann über Wasser. Und dann fliegen wir nach Mallorca. Die nächste Insel ist dann schon unsere. Das Wetter ist den ganzen Flug über wunderbar. Hier vorne aus dem Cockpit sieht man schon wunderschön einen Blick auf die Alpen. Vor allem auf der linken Seite gleich nutzt sich der Blick. Tolles Panorama über die noch verschneiten Berge. Da die Lufthansa in Palma de Mallorca keine Wartungsstation für eine Boeing 747 hat, fliegt Fluggerätmechaniker Andreas Kirschner mit. Er ist an Bord für den Fall, dass etwas repariert werden muss. Dafür fliegt auch ein Container mit Ersatzteilen mit. Also jetzt auf diesem Flug ist ein Container dabei, nennt man Flight Kit. Da sind Räder drin, ein Starter, vielleicht Hydraulikpumpe noch, müsst jetzt nicht so genau, auch mal das eine andere Lämpchen noch, ein bisschen Werkzeug. Ich könnte im Notfall, wenn da was wäre, ein Rad dann auch wechseln oder zwei. Etwa 1400 Kilometer sind es von Frankfurt nach Mallorca. Für die Queen of the Skies mit einer Reichweite von 13.000 Kilometern ist das nur ein kleiner Hüpfer. Also wir sind in Frankfurt auf der Runway 18 in südliche Richtung gestartet und dann mehr oder weniger nur geradeaus nach Süden geflogen, über den Schwarzwald und dann hier an Basel vorbei. Dann haben wir so eine Rechtskurve gemacht. Das hier ist Genf. Hier sieht man so ein bisschen den Genfer See. Und dann ging es weiter hier Richtung Süden. Und jetzt sind wir fast schon an der Côte d'Azur. Wir sind gleich über der Küste. Hier über Marseille fliegen wir jetzt und dann übers Wasser. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis man im Horizont Mallorca schon sehen kann. Der Anflug in Mallorca selber, da haben wir jetzt auch mehr Informationen, als wir sie eben noch hatten. Wir wissen nämlich jetzt, dass wir auf jeden Fall in westliche Richtung landen werden. Und die Anflugroute ist die Lunik 2 Papa, war es, Sergio? Sie passt auf jeden Fall. Wir nähern uns von Norden der Insel. Hallo, Karte. So, wir nähern uns von Norden und fliegen hier nach Süden. Jetzt steht hier, wir fliegen relativ weit dahin. Das wird aber so nicht kommen, sondern wir werden von den Fluglotsen relativ frühzeitig dann hier schon eine Rechtskurve bekommen und vermutlich hier so über die Bucht von Alcudia anfliegen. Und dann sieht man schon, sind wir schon aligned, dass die Runways eigentlich geradeaus sind. Klassischerweise, so kenne ich es aus meiner 320-Zeit, fliegt man da so an, einmal ganz schnurgerade über die ganze Insel und dann sieht man schon ganz lange geradeaus die zwei langen Landebahnen. Wir haben jetzt gerade hier mal die Artis ausgedruckt, den Flughafenbericht. Und da steht jetzt also, das ist auch eine kleine Besonderheit für uns heute. Es gibt so ein, zwei Specials, weil wir jetzt mit einem sehr großen Flugzeug da ankommen. Also hier steht normalerweise for arrivals, 24 left, also landen in westliche Richtung, aber die linke Bahn. Das heißt, wir werden jetzt die einzigen sein, die auf der Bahn, wo alle starten, landen werden. Das ist der Flughafen Palma de Mallorca und die 24 right, eigentlich Startbahn, heute für uns die Landebahn, die wird genutzt. Und wir wissen jetzt schon, dass wir nicht stark bremsen müssen bei der Landung, denn der Taxiway, der für uns zum Rausrollen freigegeben ist, das ist der Taxiway hier ganz am Ende, H4, Hotel 4 und dann hier der Taxiway North, dann geht es hier runter und dann gibt es eine Parkposition, da stimmt nicht, zwei mögliche Parkpositionen auf dem ganzen Flughafen in Palma, wo dieses Flugzeug parken kann. Ungewöhnlich für die Langstreckenpiloten. Die Flugzeit beträgt nur eine Stunde und 45 Minuten. Über dem Mittelmeer geht es dann schon wieder in den Sinkflug. Das ist dann schon der Punkt, wo der Anflug beginnt. 405, bye bye. 09, 405, bye bye, Abreme, Luis. Section 5, 6 degrees, 1010. Lufthansa 21, Papa, descend level 70.
Flyon, heading 190. Lufthansa 21 Papa, they sent flight of 70, right heading 190. 220. Lufthansa 21 Papa, descent 6,000 feet, 1018. 1. Roger, sir, respect runway 24 right and turn left heading, well, heading 270 to intercept runway 24 right. Burn heading 270 to intercept ILS Zulu runway 24 right, Lufthansa 21 Papa. Papa final, buenos dias, Hamburg 187 Tango, 6000 feet, 1018, heading 340. Air Hamburg 187 Tango, muy buenas, on radar contact, descent altitude 4000 feet, 1018. First Officer Philipp Wiebe fliegt die Landung heute manuell, ganz ohne den Autopiloten. Manual thrust, enjoy. Manual flight. So, das ist der richtige Localizer. Hamburg 187 Tango, turn left heading 305. Descent altitude 3000 feet. Left heading 305, descending 3000 feet, Hamburg 187 Tango. Lufthansa 21 Papa. Torre, buenas tardes, Lufthansa 21 Papa, LS 24 right. Get Lufthansa 21 Papa, muy buenas. Expect two departures after, before your arrival. Lufthansa 21 Papa, clear to land 24 right. 1000 checked. Vorne 10, links 3. Das passt auch zu seinem Alpine Wind. 240 mit 14. Genau. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Speed brake up. Reverse normal. Ja. Autobrake bremst, die nehme ich raus. Lufthansa 21 Papa, once vacated via Hotel 4, contact the ground on 1219905. Welcome to Palma. 1219905 vacating Hotel 4, Lufthansa 21 Papa. Muchas gracias. I have control. You have control. Sommerliche 29 Grad und ein strahlend blauer Himmel erwartet die Fluggäste zum Urlaubsbeginn. Die Boeing 747 kann am Flughafen Palma aufgrund ihrer Größe nicht direkt an das Terminal rollen. Die Passagiere werden mit dem Bus abgeholt. Also, was man hier gemerkt hat, hier ist eindeutig, wie wir das besprochen haben und erwartet haben, ist hier mehr Sommer als in Deutschland. Also das Thema Thermik, aufsteigende warme Luftmassen, die von unten gegen die Flügelfläche drücken, die heben immer einen so ein bisschen an. Deswegen war es so ein bisschen wackelig, hat man vielleicht auch gesehen. Es kommt einfach durch die warmen Luftmassen von unten. Eine weitere Besonderheit auf diesem Flug. Normalerweise geht es für Piloten und Flugbegleiter nach einem Langstreckenflug direkt ins Crewhotel. Ja, das ist jetzt ungewohnt für uns. Auf der 747 ist das der Punkt, wo man jetzt seine Sachen zusammenpackt und aussteigt. Und statt auszusteigen, müssen wir jetzt den neuen Flugplan reinladen, uns überlegen, was wir tanken und einen neuen Flug hier im System eröffnen. Macht man interessanterweise nie auf der 747, aber kriegen wir hin. Heute ist alles anders. Nach knapp 2 Stunden geht es wieder zurück nach Frankfurt. Wir haben jetzt hier 2 Stunden Zeit am Boden. Das ist natürlich für diesen Kurzstreckentag eigentlich
viel, aber unserer Flugzeuggröße angemessen. Für den Rückflug macht sich First Officer Philipp Wiebe an den obligatorischen Outside-Check rund um die Maschine. Ich habe jetzt gerade den Outside-Check gemacht. Wir gehen vor jedem Flug einmal um den Flieger rum und überzeugen uns davon, dass der Flieger in einem ordnungsgemäßen Zustand ist. Das ist nicht so, dass wir wie ein Techniker da jetzt mit dem Schraubenschlüssel um den Flieger gehen, sondern wir wollen sehen, dass er offensichtlich nichts hat, wo wir sagen, da brauchen wir nochmal die Technik, das wollen wir nochmal rückversichern lassen, sondern dass der offenkundig in gutem Zustand ist. Mit dem 320 haben wir normalerweise eine andere Parkposition. Die Parkposition, die wir hier haben, ist so ein bisschen kurios. Man steht hier so mittendrin auf einer großen freien Fläche und alle rollen so um einen rum. Normalerweise stehen wir ganz sortiert auf der anderen Seite am Terminal. Aber heute ist ja einiges so ein bisschen anders. Und jetzt machen wir noch die letzten Vorbereitungsarbeiten im Cockpit und dann gehen wir wieder auf die Heimreise. Während im Cockpit die letzten Vorbereitungen für die Rückreise laufen, steigen bereits die ersten Passagiere ein. Wir werden erstmal ein Stück lang in Startbahnrichtung fliegen und dann machen wir im Wesentlichen einen Linksturn Richtung Menorca. Und bei Menorca dann nochmal wird die Route oder die Richtung nochmal verändert, nochmal ein Stückchen weiter nach Norden und dann geht es dann Richtung Frankfurt. Es ist fast ein sehr ähnlicher, nicht der gleiche, aber ein sehr ähnlicher Flugweg wie auf dem Meerweg. Kaum überraschend, so viel Veränderungen sind da nicht möglich. Fliegen über Frankreich ein, dann über die Schweiz und dann Süddeutschland. Die Ramp-Agentin bringt die aktuellen Passagierzahlen. 318 Erwachsene und 6 Kinder auf dem Rückflug an Bord von Flug LH1153. 318 Praxis plus 6 Infants? Ja. Das war's. Jolly good. Okay, bis später. Der Flieger ist überraschend voll, also Leute wollen anscheinend auch gerne wieder nach Deutschland fliegen, aber der Urlaub, der muss sehr schön gewesen sein. Ich habe jedenfalls nur glückliche Gesichter da hinten gesehen. Und dann bringen wir sie alle wieder nach Hause. Delivery Lufthansa 84 Kilo Heavy. Lufthansa 84 Kilo Heavy, go ahead. Lufthansa 84 Kilo request clearance and start to Frankfurt. Lufthansa 84 Kilo, you're clear to Frankfurt, made of 3 as after my departure, runway 24 right, CNH 1017, 45540. Dann geht es über die Startbahn 24 rechts wieder zurück nach Frankfurt. Take off. Thrust set. Eighty knots. Checked. Schön war es hier. Das stimmt. Schau das Meer an, das ist ein Traum. Lufthansa 84 Kilo, identified on departure. Contact the approach on 119 decimal 405 and hope to see you again soon here.
Lufthansa 84 Kilo, thank you very much. 119.405, we hope so as well. The 747 will return to Palma. Thank you, sir. Bye-bye. Nice flight. Departure, hello, Lufthansa 84 Kilo heavy, 1200, climbing 5000. Lufthansa 84 Kilo. Radar contact, climb fly level 100. First Officer Wiebe ist eher durch einen Zufall zum Fliegen gekommen. Ich gehöre nicht zu denen, die mit 4 Jahren schon wussten, dass sie Pilot werden wollten. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die mit 16, 17 an der Startbahn 1.8 die Kamera gezückt haben, wenn da ein Retro-Jumbo langfliegt. Das gebe ich zu. Also das war, ich hätte mit 20 noch nicht gesagt, dass ich Pilot werde. Da habe ich noch Politik studiert und hatte mit Fliegen eigentlich recht wenig zu tun. Das war dann eine spontane Eingebung, bei der ich mich manchmal heute auch noch frage, wie das eigentlich genau kam, dass ich den Twist auf einmal gemacht habe. Aber 2005 habe ich mich bei Lufthansa beworben und dann war ich 2008 auf Linie. Bin dann 9,5 Jahre, glaube ich, 320 geflogen und jetzt seit ein paar Jahren auf der 747. Meine Geschichte war ein bisschen anders als die von Philipp. Ich wusste schon als Kind, dass die Fliegerei ja, nicht mein Leben wird, aber dass ich mir das gewünscht habe. Und ich bin dann auch nach der Schule, nach dem Abitur, das hat damals mit der Flugschule erstmal noch nicht geklappt. Es war damals wieder eine der Ostkrisen mit Ölknappheit Ende, Anfang der 80er Jahre. Und ich habe dann erst angefangen zu studieren. Ich habe Flugzeugbau studiert und bin dann erst ein paar Jahre später dann zur Lufthansa gekommen in die Flugschule. Ich habe angefangen nach der Flugschule gleich auf Kurzstrecke auf 737. Und das hat allerdings nur sehr kurz gedauert. Ich wurde nach 2 Jahren auf 747 umgeschult und fliege seitdem praktisch ausschließlich auf Langstrecke. Ich habe dann später, ich war insgesamt 10 Jahre Co-Pilot, dann bin ich Kapitän geworden auf der Frachtmaschine MD-11 bei Lufthansa Cargo und bin dann von der Lufthansa Cargo dann wieder auf die 747 zur Lufthansa Passage zurückgewechselt. Mhm. Deswegen ist auch für mich dieser kurze Flug innerhalb von Europas was Besonderes. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, sehr lange. Also aus Pilotensicht ist es tatsächlich so, dass man sich irgendwann entscheiden muss. Bei Lufthansa fängt man immer auf Kurzstrecke an und dann gibt es irgendwann, je nachdem wie lange man dabei ist, einen Schritt auf die Langstrecke. Und das überlegt man sich als Pilot schon gut, weil die Charakteristika des Jobs auf der Langstrecke einfach ein bisschen anders sind. Wenn man von der Flugschule kommt, dann hat man vor allen Dingen mal ganz viel Lust, viel Flugzeug zu fliegen. Und viel Flugzeug fliegen heißt natürlich auch gerne viel starten und viel landen. Und auf der Kurzstrecke machen wir bis zu 5 Starts und Landungen am Tag. Das heißt, wenn ich Glück habe, dann gehe ich morgens zur Arbeit und komme abends mit 3 gemachten Landungen wieder. Und 3 gemachte Landungen im Monat wäre auf Langstrecke schon, das wäre schon gut. Das heißt, Langstrecke, sagen wir immer so ein bisschen, hat mehr mit Verreisen zu tun, ein bisschen mit operationellen Herausforderungen, weil große Wetterphänomene global nochmal andere Auswirkungen auf den Flug haben. Also wenn wir jetzt nach Mallorca fliegen, dann spielt, sag ich mal, das global galaktische Klima auf dem Planeten Erde nicht ganz so eine große Rolle, sondern eigentlich, jetzt habe ich zwar gesagt, Mallorca ist sonniger als Frankfurt, aber so richtig viel anders ist ja das große Klima auf Mallorca jetzt gar nicht. Wenn wir jetzt nach Buenos Aires fliegen würden, dann wäre das was anderes. Dann würden wir jetzt in den Winter fliegen und wir würden den Äquator kreuzen. Da gibt es sehr starke Wetterphänomene. Das heißt, diese Herausforderungen auf der Langstrecke sind ganz andere, aber geflogen wird mehr auf der Kurzstrecke. Fazit, beides macht viel Spaß. Man muss wissen, wann man irgendwann den Schritt macht. Nur wenige Minuten später befindet sich die Boeing 747 schon im Sinkflug. Destination Frankfurt. Landebahn 07 rechts. Am Rhein entlang geht es über Mainz direkt auf die Runway 07 rechts. Flaps 25. 148. 6 Stunden und 25 Minuten nach dem Abflug in Frankfurt landet der Jumbo wieder an der Homebase der Lufthansa. Lufthansa 99 Fox, Mike Tango und Hot Tango 4. Mike Tango und Hot Tango 4, 99 Fox. Lufthansa 84 Kilo, 020, 10 knots, 7 right, clear to land. Lufthansa 84 Kilo, 7 right, clear to land. 1000 checks. Approaching 0.
Speed ist in Arbeit. Ja. An der Landebahn in Frankfurt haben sich bereits zahlreiche Planespotter in Position gebracht und warten auf die Ankunft des Jumbos mit Retro-Lackierung. 300. Approaching minimums. 706 Alpha Fox, clear takeoff runway 7 set. To minimums. Continue. Speed brakes up. Reverse as normal. Holding point 0-7 Center Lufthansa 84 Kilo. 84 Kilo, genau. Und die Kollegen hier sind alle ganz neugierig, wie viele Taxer ihr denn an Bord habt. Darf ich das sagen? Über ja. 300. Ja, krass. Deswegen machen wir das doch. Ja, dann bitte die Afterlanding Items. Ja. Dann rollt die Yankee Tango auf dem Taxiway zum Gate. Ein sehr schöner Flug, sehr angenehm, sehr schön kurz. Und das Schönste an dem ganzen Flug ist, dass das Wetter jetzt bei Ankunft in Frankfurt mindestens so schön ist wie auf Mallorca. Das hätten wir jetzt nicht erwartet. Nach dem Regen der letzten Tage ist das wirklich ein Traum. Nicht nur für die Passagiere war dieser Flug ein aufregendes Erlebnis. Auch für die Piloten Sergio De Witte und Philipp Wiebe war der Umlauf ein nicht alltäglicher Einsatz im Cockpit des Langstreckenjumbos.